Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Wir sind zurück in Diablo 3 und wir befinden uns im Ariad-Krater, Ebene Nummer 2. So nahe. So nahe schon. Ja, wir kommen immer tiefer in die Hölle rein. Hier oben hätten wir gleich mal den Wegpunkt. Sehr gut. Und natürlich wieder ganz viele Dämonen, die uns erstmal auseinandernehmen wollen. Komm, nehmen wir einen Trank. Wir haben mehr als genug Tränke. Und dann hauen wir sie gleich mal mit unserem Chakram weg. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Crashabs. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Ich bin immer gespannt, ob wir jetzt hier unten gleich gegen die Sündenkönigin kämpfen werden. Die Gemahlin von Asmodan. Und danach sollte es wirklich persönlich werden. Immerhin hätten wir dann seine Frau besiegt. Und ja, die Königin der Sünden, wer will sowas nicht haben? Eine tolle Frau, muss man schon sagen. Tolle Stimme, toller Körper, tolles Aussehen. Kann man nur beneiden, den Mann. Blute Abschaum. Apropos Asmodan, Moment mal. Hier hatten wir noch was, und zwar das hier. Gebieterin der Lust. Ich benötige eure üppigen Dienste. Ich weiß nicht, welch fleischlichen Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon. Oh, ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Genießt ihr ihre Gesellschaft? Geht so, aber immer wieder werden hier meine Bücher unterbrochen. Und es ging noch weiter, Moment. Erstmal der Wurm hier weg und dann... Na komm, das gibt's doch gar nicht. Also, geht doch. Und dann hören wir noch mal rein. Gebieterin der Lust. Ich benötige eure üppigen Dienste. Ich weiß nicht, welch fleischlichen Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon und... Bringt eure Töchter mit. Seht euch vor. Ich brauche mehr Disziplin. Der Feind ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch. Nicht wahr? Ja, damit hätten wir also den Befehl gehört. Wie er seine Gemahlin zu uns beordert. Aber wenigstens wissen wir, dass er von uns Respekt hat. Das war nur ein Vorgeschmack. Ich denke, der Mann hat Angst. Immerhin haben wir seine ganze Belagerung zerstört. Seine Frau als nächstes. Und seine Armee schrumpfen lassen. Ja, ich denke wirklich, der Mann hat Angst. Der Dämon. Kein Mann. Eure Furcht verrät euch. Wir können hier drüben noch weiter, wir können aber auch da unten lang, obwohl hier scheint es sich zu schließen. Eure Furcht verrät euch. Ja, genau hier. Wieder meine gute alte Theorie, dass alles hier im Kreis gebaut wird. Einmal bumm, bitte. Sehr schön. Da sind wir fertig. Noch eine Truhe in der Ecke. Nehmen wir natürlich an uns. Ein bisschen Gold. Na, gerade finden wir sehr wenige Sachen, die wir gebrauchen können. Ach, ihr schon wieder.
Einfach ignorieren. Einfach weitergehen. Sieht so aus, als kämen wir hier sogar zu unserem Ziel, wo wir hinwollen. Deswegen gehen wir erstmal nach unten. Dann eben doch nochmal runter. Ignoriere sie, obwohl... Wir sind vielleicht wieder Level up. Na, komm. Einmal hier die Zwillinge, bitte. Also, geht doch. Na, noch so 3-4 Gegner, dann sind wir wieder mal eine Stufe weiter. Okay, hier waren wir, hier können wir, hier können wir. Nur ein Kürzer. Du noch? Alright. Müll da oben. Jede Menge Gegner. Einmal bitte hier der Hagel. Das war nur ein Vorgeschmack. Traumhaft, oder? Jeden gerade eben mit einem Schuss weggeholt. Im übertragenen Sinne. Ich muss euch danken. Wofür? Als ich Templer wurde, träumte ich davon, die Höllen selbst zu bekämpfen. Das hier ist alles, was ich je wollte. Mann, Johann. Mir ging es immer genauso. Echt auch so? Okay, ihr beide habt merkwürdige Hobbys. Jeder, was er will. Da sahen meine Träume doch immer anders aus. Okay, noch da unten hin. In die kleine Ecke, wo wir einen Knochenhaufen finden. 102 Gold und hier drüben nada. Naja. Oh. Einen Ring. Mit 36 Stärke. Johann, hier drüben. Ja. Doch, wirklich. Tun wir ihm geben. Das wird schönes Deutsch. Geben wir ihm. So klingt's besser. Noch ein Gegner. Noch ein Gegner. Dann sind wir wieder eine Stufe weiter. Und dann nur noch einen. Und dann sollten wir ein Upgrade bekommen für die Sachen, die wir auch wirklich verwenden. Also wie Chakram und die Geschütze. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Yes! Level up! Flickflack. Für den Salto. Okay, gib her. Na, was für die Rauchwolke. Na gut, dann schauen wir uns gleich mal den Flickflack an. Nachdem wir die hier weggeholt haben. Einmal bitte die Bande hier noch. Und dann hier in die Ecke rein. Also, einmal hier drüben bei Bogenschießen. Der Splitterpfeil. Damit können wir jemanden betäuben. Nett, aber ich bleib dennoch hier bei dem Rachehagel. Fliegender Angriff. Damit rufen wir nämlich Schattenbiester. Darauf bin ich mal gespannt. Dann geht's weiter hier mit dem Salto. Da bekommen wir den Flickflack. Nee. Nee. Brauchen wir nicht. Was hätten wir hier? Die Rauchwolke, die brauchen wir auch nicht. Ein Herz verbleibt. Der Gedanke ist zu vernichten. Und diese erbärmliche Dämonen. Entlockt mir ein Lächeln. Ja, wenigstens kann einer lachen und damit wären wir mit unserem Level-Up schon wieder fertig. Ein Wurm noch. Steigt empor. Na, gib her.
Oh, 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 oh. Wer haut denn da schon wieder so rein? Du denkst, du weißt, was Schmerzen sind, Nephalem. Was Leid ist? Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Nett. Ich bin gespannt. Na, hier gabelt sich wieder der Weg und jede Menge Gegner. Der Dicke da hinten, der muss weg. Der haut rein. Weg haben wir ihn. Habe ich mir den Krempel mitgenommen, einen Rubin. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Das würde mich überlasten. Schon wieder. Na, schauen wir mal rein. Was haben wir denn alles? Ja, es geht so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in den Turm rein. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Hütet eure Zunge, Dämon. Oh, Johann schreitet ein mit mächtigen Worten. Das hatten wir noch nie, oder? Hatten wir das schon mal? Nö. Zum ersten Mal interagiert Johann hier mit. Kann man das zerstören? Nein. Na, ich würde fast sagen, wir sollten doch unser Gepäck leeren. Wäre vielleicht doch besser. Das würde mich überlasten. Was haben wir hier? Einmal Gunst. Na gut. Dann machen wir das Ganze nochmal so. Wir werfen ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel das hier und sammeln die Sachen noch ein. Da oben liegt irgendwo noch ein Edelstein. Na gut, werfen wir so einen Gurt weg. Wo liegt er denn? Hier drüben. Den nehmen wir natürlich mit, den können wir gebrauchen. Dann gehen wir zum Wegpunkt. Verkaufen den ganzen Schrott und dann machen wir weiter. Na mal so. Gleich mal zur Truhe hin. Zack, zack. Mein Volk ist verloren. In alle Nein, das werde ich nicht zerstreut. Tun. Aber ich werde überleben, solange ihr nur etwas von mir kauft. Machen wir demnächst. Irgendwann mal. Hm, noch einen Stein hätten wir. Und da drüben noch die Schatulle. Ein bisschen Münzgeld. Alright. Wieder runter. In den Turm der Verfluchten. Na, ich denke mal, 2 bis 3 Ebenen werden wir bestimmt haben. Also 2 Minimum. Aber ich denke, es kommt noch eine dritte. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Flick away. Na, sag bloß. Da kommen wir ja schon rein. Die Verlockung ist groß, nochmal außen rum zu gehen. Deswegen gehen wir auch nochmal außen rum. Einmal die Runde. Das wird sich lohnen. Moment mal. Da kommt man doch nicht rein. Da unten kommt man rein. Ich dachte schon. Dann kommen wir hier zu einem Behälter. Ich hoffe, Arena kommt mit all dem zurecht. In der Bastion haben sich Tod und Verzweiflung breit gemacht. Sie ist kein zartes Blümchen, Cormac. Sie kann sich behaupten. Genau. Und damit hätten wir das Thema mal. Immer wieder die gleichen Sprüche hier von unserem Johann.
Für alle, die es wissen wollen, Cormac ist sein Nachname. Offiziell. Johann Cormac. Klingt nett. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Solch süße Musik. Ich würde immer noch gerne wissen, was wir hier unten haben. Wer wird hier unten gefoltert? Das wird nicht erklärt. Bis jetzt. Es gab auch keinen Eintrag. Boah, warum ist der hier unsterblich? Irgendein böser Zauber? Okay, da geht es also runter zur Ebene Nummer 2 und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!